Hoffmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben in Deutschland keine Zahlen, genauen Erkenntnisse über die Anzahl der durch Samenspenden gezeugten Kinder. Nach Expertenschätzungen dürften es über 100.000 sein. Ebenso wenig liegen Erkenntnisse vor, wie viele Kinder überhaupt wissen, dass sie das Produkt einer Samenspende sind. Was wir aber wissen, ist, dass ein solcher Sachverhalt für alle Beteiligten, mal rein von der menschlichen Seite, unglaublich sensibel ist. Er ist sicher persönlich bewegend und er ist selbstverständlich auch mit wahnsinnig viel psychologischem Sprengstoff durchsetzt. Zudem reden wir, ich denke auch das ist in der Debatte schon klar geworden, über eine ungeheuer komplexe juristische Materie. Auch das ist deutlich geworden bei der letzten Grundsatzentscheidung des BGH vom 28.01.2015. Und wenn wir bei der juristischen Bewertung sind, dann muss man auch ganz ehrlich feststellen, dass dieser Bereich bislang in Deutschland gesetzlich nur unzureichend geregelt ist. Deswegen hat die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD, auch das ist schon angeklungen im Koalitionsvertrag, das Ziel formuliert, dass wir das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft gesetzlich regeln wollen. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, auch das ist angeklungen, dass im Jahr 2015 im Justizministerium eine Kommission eingerichtet wurde, ein Arbeitskreis Abstimmungsrecht, dessen Ergebnisse wir im Sommer 2017 erwarten. Jetzt kann man natürlich sagen, das dauert zu lang, wir haben so viel Zeit zugebracht, aber ich warne vor dieser vorschnellen Beurteilung, denn dieser Arbeitskreis hat ja noch andere Themenfelder als nur die Samenspende im Blick. So wirft er einen Blick auf die Frage der Leihmutterschaft und auch auf die verwandten Fragestellungen der Eizellenspende. Und wenn wir den ernsthaften Willen haben, eine schlüssige Gesamtkonzeption zu entwickeln, dann glaube ich, sollten wir uns auch die Zeit nehmen, dass wir alle miteinander verwandten Themenfelder in diesem Bereich auch gleichzeitig regeln. Und deswegen verbietet sich meines Erachtens zu diesem Zeitpunkt eine isolierte Vorabregelung. Und wenn wir uns jetzt auf diesen Weg begeben, zu dieser, ich will jetzt mal sagen, Gesamtkonzeption Abstammungsrecht, dann werden uns da eine Vielzahl sehr diffiziler Rechtsfragen begegnen. Allein die Frage, wie es auch in Ihrem Antrag formuliert wird, die Eintragung eines entsprechenden Vermerkes im Geburtenregister. Ich glaube, dass wir das Recht auf Nichtwissen durch die Anonymität, Herr Wunderlich, alleine noch nicht wahren, sondern wir bräuchten so etwas wie einen Blindvermerk, der dann nur auf ausdrücklichen Wunsch die Information hergibt. Ich kann mich Ihren Überlegungen durchaus mit denen durchaus anfreunden, wenn Sie sagen, das Verfahren zur Aufklärung der Abstimmung, das lehnen wir an § 1598a BGB an. Nur da müssen wir auch daran denken, dass es eine jüngere Bundesverfassungsgerichtsentscheidung gibt, die gerade bei 1598a weiteren Klärungsbedarf durch den Gesetzgeber sieht. Es muss geklärt werden, ob es nicht einen generellen Klärungsanspruch gegenüber jedem mutmaßlichen biologischen Vater gibt. Das ist in der Norm aktuell nicht so. Und es muss von Seiten des Gesetzgebers die Frage auch noch geklärt werden, ob nicht auch jeder mutmaßliche biologische Vater im Rahmen der Norm zum Kreis der Klärungsberechtigten gehört. Auch das wird eine Fragestellung in diesem Arbeitskreis sein. Und am Ende noch zwei, drei Sätze zur Elternschaftsvereinbarung. Die gilt nach Ihrem Vorschlag oder nach Ihrer Forderung ja dann auch bei verheirateten Wunscheltern. Das bedeutet aber in der Konsequenz, dass wir dann einen Paradigmenwechsel haben, weil wir von unserem Institut der Vaterschaftsvermutung, so wie in 1529 BGB kennt, wegkommen. Und da sage ich, die Zeit sollten wir uns nehmen, uns ausreichend die Frage zu stellen, ob wir das wollen. Zumal diese Elternschaftsvereinbarung ja dann unanfechtbar sein soll, auch für das Kind. Und auch da, glaube ich, sollten wir uns die Zeit nehmen, uns das gut zu überlegen, denn es können sich ja unter Umständen Lebenssachverhalte über 10, über 20 Jahre hinweg
einmal ändern. Und das Kind kann durchaus unter Umständen den Wunsch entwickeln, doch wieder zu einer Vaterschaftskonstellation zu kommen. Und da glaube ich, dass das Institut, das Sie dann anbieten, nämlich die einfache Adoption, dafür nicht ausreicht. Meine Damen, meine Herren, ich glaube, all diese Ausführungen haben deutlich gemacht, dass sich eine isolierte Vorabregelung in diesem Bereich verbietet. Wir brauchen ein schlüssiges Gesamtkonzept. Das sollten wir mit Unterstützung des Arbeitskreises auch ansteuern. Darauf freue ich mich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Matthias Bartke.